Vor ein paar Tagen hatte ich mir einen Virtual Private Server gekauft für 5 Euro im Monat, um mal zu zeigen, wie man dort die Meeting-Software Jitsi aufsetzen kann. Link findet ihr in der Videokarte. Jetzt habe ich den Server und jetzt mache ich natürlich da noch ein paar andere Sachen mit. Ein Projekt, was ich jetzt mal probiert habe, ist Pi-hole. Und Pi-hole ist normalerweise gedacht für den Raspberry Pi und da läuft es bei mir tatsächlich auch. Im Heimnetz kann ich mir also so eine kleine Kiste hinstellen, Pi-hole installieren und die fungiert dann als DNS-Server und blockiert Werbetracker einfach weg. Das ist dann ein Adblock für alle Geräte im Heimnetz. In diesem Video schauen wir uns an, wie man das auf einem VPS installieren kann. Auf der GitHub-Seite, wo ich jetzt bin, die findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, gibt es eine One-Step Automated Install. Die ist eigentlich gedacht für den Raspberry Pi. Aber der basiert ja auch auf Debian und Ubuntu basiert auch auf Debian und ich habe halt einen Ubuntu-Server, deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass das funktioniert. Man kopiert sich einfach diese Zeile in die Zwischenablage und haut die in die Putty-Konsole rein. Dann startet ein Installationsassistent. In dem bestätigen wir, dass wir eine statische IP-Adresse haben. Das heißt, die IP-Adresse des Servers darf sich nicht ändern, weil ich muss ja jetzt meine Geräte entsprechend konfigurieren, wo die ihre DNS-Anfragen hinschicken. Das mache ich am besten auf IP-Ebene und somit sollte da eine statische IP-Adresse hinterlegt sein. Im nächsten Schritt werden wir jetzt gefragt, wo der seine DNS-Daten herziehen soll. Der muss ja im Hintergrund auch wissen, wie er auflösen soll. Und da kann er eben einen dieser Server auswählen. Ich nehme da immer OpenDNS. Im nächsten Schritt können wir jetzt ein paar Blocklisten an- oder abwählen. Die sind standardmäßig alle angewählt und das würde ich auch so lassen und mit OK bestätigen. Ich würde auch bestätigen, dass sowohl IPv4 als auch IPv6 aktiv sein soll. Hier zeigt er mir nochmal meine statische IP-Adresse an von meinem Virtual Private Server und das bestätige ich auch. Da dann er normalerweise im Heimnetz betrieben wird, muss man halt sicherstellen, dass der Router nicht über DHCP neue Adressen vergibt und es darf auch nicht zu einem Adresskonflikt kommen. Das sagt er jetzt hier nochmal, ist jetzt aber nicht unser Thema, wenn ich da einen Server habe, der eine feste IP-Adresse hat. Auch Lite-HTTPD werden wir installieren, das brauchen wir dann für die Administrationskonsole. Jetzt installiere ich ja Pi-hole gerade auf dem Server. Das heißt, der steht offen im Internet. Da würde ich jetzt in der Regel ein paar Security-Sachen bedenken, nämlich zum Beispiel, dass man nicht loggt, was alles angefragt wurde. Sonst kann im schlimmsten Fall jemand den Server übernehmen und sieht dann, was ihr alles so für DNS-Anfragen geschickt habt. Ich lasse das jetzt aber trotzdem einfach mal an, damit ja, wir was einfach jetzt sehen können. Ist ja nur so ein kleines Demo-Projekt. Das gleiche gilt hier. Hier kann man einfach die Statistiken deaktivieren und dann umgeht man das Problem. Im Heimnetz würde ich das anlassen, auf so einem virtuellen Server im Internet würde ich das tatsächlich ausschalten. Ich lasse es jetzt einfach mal an, dass wir jetzt gleich ein bisschen was sehen können. Ja, und dann startet auch schon die Installation. Die Daten sind jetzt wichtig, da wird einmal mein Admin-Passwort angezeigt und der Link, wie ich auf diese Admin-Konsole komme. Das kann man sich jetzt alles einmal kopieren. Was jetzt hier aber schon auffällt, ich habe keine IPv6, da kümmern wir uns gleich drum. Dazu gehe ich zurück in die Oberfläche von meinem VPS-Server und füge einfach eine IPv6-Adresse hinzu. Das dauert dann einen Moment und wenn ich dann ein if-config auf dem Server ausführe, sehe ich, dass ich eine IPv6 bekommen habe. Das probiere ich jetzt direkt aus, ich rufe jetzt also Pi-hole einfach mal mit der neuen IPv6 auf. Funktioniert auch, von daher hat das wohl geklappt. Ja, so sieht jetzt die Admin-Oberfläche von Pi-hole aus. Oben sehe ich, dass schon 36 Anfragen geschickt wurden, aber noch keine geblockt wurde. Die große Zahl rechts ist die Einträge in der Liste, die geblockt werden. Wie kann ich jetzt also den Virtual Private Server als meinen DNS-Server konfigurieren? Dazu gehe ich in meine Fritzbox und hier habe ich jetzt schon meinen Raspberry Pi eingetragen, auf dem auch Pi-hole läuft. Aber ich trage jetzt einfach mal den Server ein, den ich aufgesetzt habe, sowohl bei IPv4 als auch IPv6. Ihr könnt hier einen alternativen DNS-Server eintragen, das solltet ihr aber nicht tun, tragt einfach den gleichen nochmal ein, sonst werden die DNS-Anfragen, die der erste nicht beantworten kann, an den zweiten geschickt und wenn ihr da keinen eintragt, der Werbung blockt, tja, dann wird halt Werbung angezeigt und diese ganze Pi-hole-Geschichte hätte dann keinen Sinn gehabt.
Jetzt mache ich einfach mal ein paar Webseiten auf, wie spiegel.de, t-online, gmx oder sowas, wo ich weiß, dass einfach viel Werbung eingeblendet wird. Mache auch meinen Adblocker aus, dass die Anfragen auch tatsächlich geschickt werden. Und jetzt sehe ich schon, dass auf einmal 108 Einträge geblockt wurden. Und wenn ich den Audit-Log aufrufe, kann ich mir auch genau anzeigen lassen, welche. Das ist sehr benutzerfreundlich, denn da ist auch dann direkt ein Whitelist-Button dran. Es kann ja mal passieren, dass eine Domain zu viel geblockt wurde oder so. Dann kann ich da einfach auf Whitelist klicken und dann kann ich die trotzdem aufrufen. Warum sollte man Pi-hole in einem öffentlichen Server im Internet installieren und nicht im Heimnetz? Naja, vielleicht gibt es da ein paar Anwendungszwecke für, denn wenn ich den im Heimnetz installiere, kann ja auch nur ich aus dem Heimnetz darauf zugreifen. Wenn ich den jetzt nicht freischalte oder so im Internet. Aber wenn ich jetzt verschiedene Haushalte habe, die ich zum Beispiel an diesen Werbeblocker anschließen will, dann macht es mehr Sinn, das in auf einem öffentlichen Server zu tun, der sowieso schon im Internet steht, wo nichts freigeschaltet werden muss. Der ist von überall aus erreichbar, ja, und kann genutzt werden. Und so ein günstiger VPS, da kann man das eben nebenbei einfach mal laufen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten blende ich euch noch ein paar weitere Videos im Abspann ein.